Gold steht für Schönheit, Reichtum, Wertbeständigkeit. Und aktuell befindet sich die Welt wieder mal im Goldrausch. Gold hat diesen Glanz, den kein anderes Metall hat. Und es ist extrem selten. Und diese Seltenheit, die ist etwas, was Menschen in allen Kulturen zu allen Zeiten fasziniert hat. Und diese Faszination geht so weit, dass demnächst Unternehmen im All nach Nuggets schürfen wollen. Ist in der Krise nicht mehr Bares Wahres, sondern Gold? Wir haben ein paar Tipps, was man beachten muss, wenn man sich mit Gold nicht die Finger verbrennen will. Also eins ist klar, die Goldpreisentwicklung ist, es geht nach oben und nach unten. Wir erklären, was hinter dem Rauf und Runter steckt. Ist Gold das Zahlungsmittel der Zukunft? Und gibt es andere glänzende Alternativen, wie man sein Geld sicher anlegen kann? Wir fahren nach Frankfurt zum größten Goldhändler Deutschlands. Degussa schätzt und kauft so ziemlich alles aus Gold. Zum tagesaktuellen Preis. Geschäftsführer Markus Krall und sein Kollege führen uns in ihre Goldkammer. Tief unter der Erde befindet sich Gold im Wert von etlichen Millionen Euro. Das Geschäft mit dem Gold rentiert sich seit 2010. Denn wir Deutsche sind nach China und Indien die drittgrößten Barren- und Münzenkäufer. Ja, Gold ist einfach deswegen wertstabil, weil es wahnsinnig knapp ist. Und diese Knappheit, die hat dazu geführt, dass es über sehr lange Zeiträume immer die gleiche Kaufkraft hatte. Gold hat Kriege, Depressionen sowie Währungsreformen überstanden und dabei immer den gleichen Wert behalten. Bisher hat man etwa 200.000 Tonnen Gold gefördert. Würde man daraus einen einzigen Würfel herstellen, hätte der eine Kantenlänge von 21,71 Metern. Und würde damit locker unter den Eiffelturm passen. Pro Jahr wächst der Würfel um gerade mal 10 bis 15 Zentimeter. Man vermutet, dass das ökonomisch abbaubare Gold zu dem Preis, den Gold zurzeit hat, etwa zu zwei Dritteln abgebaut ist. Aber genaues weiß man nicht, weil unentdeckte Vorkommen haben natürlich die Eigenschaft, unentdeckt zu sein. Und wir sehen gerade zurzeit, dass in vielen Ländern, in Afrika, in Zentralasien zurzeit große Goldvorkommen erschlossen werden, sodass man mit einer noch über viele Jahre konstanten Produktion rechnen darf, die pro Jahr so in der Größenordnung bei 2.500 Tonnen etwa liegt. Weltweit gibt es noch ungefähr 50.000 Tonnen Gold, die man rentabel fördern kann. Das meiste in Australien, Russland und Südafrika. Die USA folgen auf Platz 4. Goldgräber schätzen, dass in spätestens 20 Jahren alle bisher bekannten und rentablen Goldvorkommen ausgeschöpft sind. Doch es gibt mittlerweile neue Goldquellen. Denn das gelbe Metall findet man nicht nur auf der Erde. Der nächste Goldrausch könnte im All stattfinden. Experten vermuten im Kosmos wahre Goldgruben. Der Plan Space Mining, also der Abbau von Rohstoffen im Weltraum. Klingt nach Science Fiction, ist aber schon Realität, zumindest im Kleinen. Bei verschiedenen Missionen wurden goldhaltige Gesteinsproben gefunden. Die Europäische Weltraumagentur ESA beschäftigt sich ebenfalls mit Space Mining. Diplom-Ingenieur Frank Salzgeber arbeitet im Kontrollzentrum Darmstadt. Wir treffen ihn online. Sein Forschungsobjekt, der erdnahe Asteroid Eros, in dem jede Menge Gold stecken soll. Und Schätzungen gehen von 570.000 Tonnen Gold bis 20 Millionen raus. Und wenn man das im Vergleich sieht, die Menschheit seit Beginn der Goldabbauung hat nur 190.000 Tonnen abgebaut. Gold als Massenware durch Space Mining? Der Planetenforscher Ralf Jaumann beschäftigt sich auch mit dem Thema. Er ist zwar kein Finanzexperte, sieht aber trotzdem eine Gefahr für die Goldpreisentwicklung. Überlegen Sie mal, es würde wirklich alles funktionieren und Sie kriegen jetzt zehnfach oder hundertfach mehr Gold auf die Erde. Was macht dann der Goldpreis? Riesige Mengen aus dem Weltraum könnten das Gold entwerten. Denn gibt es viel von einer Sache, drückt das den Preis. Muss man Angst vor Space Mining haben, wenn man jetzt Goldmünzen kauft? Aber real kann das nicht werden. Ich denke, es wird eher 100 Jahre dauern. Space Mining ist vor allem eines: unfassbar teuer. Man müsste schweres Gerät ins All befördern, um das Gold abzubauen und es dann wieder auf die Erde transportieren. Außerdem gibt es noch andere Edelmetalle, zum Beispiel Osmium. In diesem Haus im Nirgendwo von Bayern wird für das Osmium-Institut kristallisiertes Osmium zertifiziert.
Ingo Wolf, der Direktor des Instituts, erkannte schon früh den Wert des besonderen Edelmetalls und gründete die Osmium-Institute weltweit. Wenn es nach Ingo geht, ist Osmium das Gold der Zukunft. Die Institute verkaufen Osmium-Discs und Barren an Anleger und Schmuckhersteller. Im Untergeschoss analysieren, zertifizieren und verarbeiten Ingo und seine Mitarbeiter Osmium. Sie prüfen den Wert und dokumentieren die einzigartige Kristallstruktur. Im Gegensatz zu Gold ist Osmium nämlich fälschungssicher, da jeder Kristall eine einzigartige Struktur besitzt. Ich denke, dass es später mal so sein wird, dass man mit Osmium halt einfach, wenn es durch die Unfälschbarkeit mal Ware kaufen kann, wie eine Yacht oder ein Haus. Osmium ist das seltenste, schwerste und dichteste Edelmetall der Erde. Es ist so selten, dass die gesamte Menge der Welt in einen Würfel mit 2,10 Meter Kantenlänge passen würde. Momentan kostet ein Gramm Osmium unglaubliche 1.300 Euro. Zum Vergleich, ein Gramm Gold kostet nur 52 Euro. Ein Schnäppchen gegen das seltenste Metall der Erde. Doch wo findet man Osmium eigentlich? Osmium kommt aus Minen in Kasachstan und Südafrika. Dann wird es gereinigt. Das passiert in der Regel bei Unternehmen, die darauf spezialisiert sind. Es gibt eigentlich nur zwei auf der Welt. Danach wird es in dieser Form, das ist Rohosmium oder Rohosmium-Schwamm, wird es dann weitergegeben in die Kristallisation. Durch ein geheimes Verfahren, das nur in der Schweiz angewendet wird, verarbeitet man Pulver zu Osmium-Kristallen. Die kann man sich in den Safe legen oder als Ring an den Finger stecken. Kundin Iris interessiert sich für einen exklusiven Osmium-Ring aus dem Institut. Investment und Schmuck zugleich. Das edle Teil kostet sagenhafte 13.000 Euro. Es gibt aber noch andere seltene Metalle, die heiß begehrt sind, weil man sie für die Verarbeitung von Technik braucht. Das treibt den Wert extrem in die Höhe. Und darauf setzt Matthias Rüth. Der 56-Jährige hat schon früh den Wert von seltenen Metallen erkannt und seine eigene Firma aufgebaut. Sein Depot ist das einzige seiner Art in Deutschland. Hier handelt und lagert er Rohstoffe im Wert von mehreren Millionen. Deshalb dürfen wir auch nicht verraten, wo genau wir sind. Gut, also diese Tür hat jetzt die höchsten Sicherheitsstandards, die man sich vorstellen kann, von explosionsgeschützt bis Vibrationsalarm und schon allein über die schiere Masse sicher, denn die wiegt 4,6 Tonnen und plus eben die elektronischen Alarmsysteme, also kann man schon von maximaler Sicherheit sprechen. Und die ist dringend nötig. Denn auf 1400 Quadratmetern lagern hier Rohstoffe, die in immer mehr Dingen unseres Lebens stecken. Matthias Rüth handelt mit Technologiemetallen. Diese kauft er zum Beispiel in China und verkauft sie an Unternehmen, die sie in ihren Produkten verarbeiten. Diese Metalle können auch andere Zwischenhändler gegen eine Gebühr bei ihm einlagern. Er ist keine Bank, sondern ein sicheres Depot. Der genaue Wert der Metalle ist aus Sicherheitsgründen geheim. Also die Technologiemetalle gewinnen kontinuierlich die letzten Jahre mehr und mehr an Bedeutung. Beispielsweise vor 20 Jahren gab es weniger Anwendungsgebiete, entsprechend auch geringere Mengen. Somit würde ich sagen, die letzten 10, 15 Jahre war es schon wirklich spürbar, dass auch die Einzelauftragsmengen deutlich gestiegen sind, also in Form von Kilogramm. Gold finden wir hier nicht. In Matthias Rüths speziellem Depot lagern nur Edelmetalle, von denen viele wahrscheinlich noch nie gehört haben. Oder sich nur dunkel aus dem Chemieunterricht daran erinnern. Technologiemetalle sind Bestandteil vieler Hightech-Produkte, die wir täglich nutzen. Gallium steckt in jeder LED-Lampe, in Solarzellen oder Thermometern. Ohne Germanium gäbe es kein schnelles Internet, denn es steckt in Glasfaserkabeln. Indium sorgt dafür, dass Handys und Flachbildschirme funktionieren. Es ist in Batterien und dichtet Fenster ab. Seltene Erden wie Terbium oder Dysprosium gehören ebenfalls zu den Metallen. Insgesamt gibt es 17 davon. Sie stecken zum Beispiel in Elektromotoren von E-Autos. Ein Kilogramm Indium kostet zum Beispiel momentan etwa 45 Euro. Vor 5 Jahren waren es gerade mal 15 Euro. Klarer Fall, es steckt eben in jedem Smartphone und Flachbildschirm.
Wer also ein bisschen Geld übrig hat, kann einfach online mit wenigen Klicks bei Händlern wie Matthias Rüth seltene Erden kaufen. Lagerung inklusive. Ist auf den Nenner zu bringen, die Rohstoffe sind limitiert, die Anwendungsgebiete steigen. Entsprechend ganz schlecht kann die Idee nicht sein, zumal wir heute auf sehr niedrigem Preisniveau sind. Der Preis wird in Zukunft stark steigen, das behaupten zumindest die Händler. Denn alle diese Metalle sind nur in bestimmten Mengen auf der Erde vorhanden. Außerdem ist der Abbau schwierig und gesundheitsschädlich. In den anderen seltenen Metallen steckt zwar viel Potenzial, aber leider kann man sie nicht bei jedem beliebigen Händler in Bargeld zurücktauschen. Gold hingegen ist ein weltweit anerkanntes Zahlungsmittel und wird überall gehandelt. Auch in München bei der Bayern LB. Dort setzt Michael Eubel seit Jahrzehnten auf Gold. Gerade in der aktuellen Krise ist es ein wahrer Kassenschlager und seit Corona um 23% im Preis gestiegen. Jede Krise bedeutet Unsicherheit und Gold strahlt seit 3000 Jahren einfach eine sehr große Sicherheit aus und beweist das ja auch immer wieder. Deswegen wird Gold in Krisen immer gut nachgefragt. Michael Eubel und sein Kollege sind die Edelmetallexperten der Bank. Hier prüfen sie neue Münzen und Barren auf Echtheit und Qualität. Kaufen kann jeder. Seit der Pandemie wollen immer mehr Menschen Gold kaufen. Ja, das, was hier liegt, das ist repräsentativ, was man so kaufen kann. Das kleinste Stück ist hier ein Zehntel Unze Krügerrand in etwa 180 Euro. Das geht weiter mit einer Viertelunze 400 Euro, eine halbe Unze 850 Euro, eine ganze Unze 1600 Euro bis hin zu den Barren. Der Barren hier 1 Kilo 52.000 Euro. Und das größte Stück, das ist eher nicht für Privatkunden, sondern für Notenbanken geeignet. Das ist bei 650.000 Euro. Immer mehr Menschen wollen ein Stück vom goldenen Glück. Auch wenn sie nur wenig Geld zur Verfügung haben. Doch kleine Gewinne lohnen sich. Dafür gibt es zum Beispiel diese Goldtafeln. Wir haben hier 1 Gramm Barren zum Abknicken aus einer 50 Gramm Tafel. Das machen die Leute, um eben kleine Einheiten zu haben, um vielleicht weltweit sich irgendetwas dafür kaufen zu können. Eine Tafel kostet aktuell 2.700 Euro und wird vor allem von Kleinanlegern gekauft. Steigt der Goldpreis weiter um 20%, hätte man in einem Jahr 540 Euro Gewinn. Aber was passiert mit Gold? Fast die Hälfte landet in der Schmuckherstellung. Der zweitgrößte Batzen gehört privaten Anlegern. Dann kommen Banken. Das restliche Gold wird unter anderem für die Produktion von Elektronik verwendet. Auch in Deutschland suchen Menschen nach Gold. Hierzulande findet man aber nur sehr kleine Mengen. Reich wird man als Hobby-Goldsucher nicht. Wenn der Goldpreis sich verdoppelt, werden plötzlich Vorkommen, die vorher nicht wirtschaftlich rentabel abbaubar waren, werden plötzlich interessant. Ja, die Schätzungen gehen sehr weit auseinander. Gold ist also nicht das seltenste, aber das beliebteste Edelmetall, auch wenn andere seltene Erden immer gefragter sind. Vielleicht führt uns der Goldrausch doch noch eines Tages zum Mond.